Nein, na, bist du auch schon wieder da? Ich glaub schon. Ich war mir denn nicht so ganz sicher. Jo, ich auch nicht. Das ist gut, dass du gefragt hast. Jo, ich muss dir da was erzählen. Ja? Was denn? Ich schreib jetzt ein Buch. Ein Buch? Jo. Ja, was denn für ein Buch? Machst du da jetzt so ein Wimmelbildbuch vom Hamburger Hafen oder was? Nee, den weltbesten Ratgeber für das Leben an Bord. Also quasi so das Handbuch Sicherheit auf dem Wasser in der Hinneck-Version. Genau. Moderne Tipps und Tricks, die das Handbuch total ergänzen. Ja, und was hast du da jetzt schon für so Themen gesammelt? Mückenplagen. Was heißt denn hier Mückenplagen? Ja, wie man die Viecher an Bord am besten loswerden. Ja, das ist auf jeden Fall Tipps wert. Ist doch total einfach. Salz, Kronkorken, Rum, Stückchen, Stein. Ja, wie, was soll das denn jetzt? Mensch, Hein, zuerst mal streust du Salz auf den Tisch. Ja? Die Mücke denkt, das ist Zucker, frisst aber Salz. Ja? Dann hat die Durst wie Sau und denkt, der Rum in Kronkorken, das ist Wasser. Ja. Ja, und dann wird die vom Rum total duselig im Kopf. Aha. Sie stolpert über das Stöckchen. Ja. Und knallt voll mit dem Kopf vor den Stein. Hinnerk. Todsichere Sachen. Mensch, Hinnerk. Ich habe ja schon viel Seemannsgarn gehört, aber das hier... Hast du das denn schon mal ausprobiert? Weiß Gott nicht, nein. Dann weißt du ja auch gar nicht, ob das klappt. Ja, im Buch, da gibt's dann auch so, jetzt helfe ich mir selbst. Ich glaube jetzt nicht, dass das besser wird. Es ist nie verkehrt, den Durchmesser von seinem Du weißt schon zu wissen. Du weißt schon wem? Von da unten, weiß schon. Und was ist daran jetzt der Survival-Tipp? Ja, wenn du Wassereinbruch hast und das Loch ist so maximal von dem, du weißt schon, was ich meine, dann plünst du dich aus, legst dich hin und zack, zu. Sag mal, meinst du das denn echt? Wassereinbruch, die Stock. Das ist eine ganz tolle Idee, Hinnerk. Ganz tolle Idee. Und wenn das noch Süßwasser ist, dann trinkst du einfach das ganze Zeug aus. Das Wasser. Ja. Austrinken. Mhm. Ja. Du steckst den da also in das Loch und dann musst du das ganze Wasser austrinken. Genau. Und dann lässt du einfach das Wasser wieder ab. Eins, Bilden kommt. Aber das kommt dir selber jetzt nicht so ein bisschen isländisch vor? Du bist doch nur neidisch, dass du nicht drauf gekommen bist. Nee, Hinnerk, das Lob, das gehört da ganz dir. Für Schlechtwetter habe ich auch noch Ideen. Das war zu befürchten. Also bei verminderter Sicht, wenn das da so richtig schittig ist, dann machst du einfach Handfackeln an die Reling. Handfackeln an die Reling. Genau. Und wenn man die zündet, dann siehst du doch viel besser gesehen. Ja, nee, Hinnerk, ist schon klar. Klasse Idee, oder? Absolut, Hinnerk, absolut. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass du für einmal rund ums Schiff mal locker 6 Stück brauchst. Das heißt, wenn du eine Stunde fahren willst in verminderter Sicht, dann brauchst du 360 Stück, denn jede brennt nur 60 Sekunden. Und wenn du das jetzt mal multiplizierst mit einem Preis von 16,90 € pro Stück, dann brauchst du für die Stunde Fahrt 6.084 €. Sag mal, meinst du das in echt? Aber man ist sicherer unterwegs. Natürlich geht die Sicherheit vor. Jetzt erklär mal doch mal den Händler, dass der dir da mal 360 Handfackeln gibt. Und das ist ja auch nur noch für eine Stunde. Ach. Sag mal, wie kommst du nur auf solche Ideen? Ach, die kommen von ganz allein. Und bei Schlechtwetter, da empfehle ich auch so richtig kurze Kleidung. Ja, wie denn jetzt ganz kurze und knappe Kleidung? Die trocknet doch nachher ganz viel schneller. Ich sag mal, Hinnerk, meinst du das in echt? Jetzt hast du das Schiedwetter, dann knallst du dir erstmal da so ein Tanga zwischen die Becken und haust dir da so ein Muskelshirt rein da von dem Vin Diesel?
Die armen Mücken, die musst du da besoffen machen, damit die mit dem Kopf ums Zeug knallen und dein Loch ist da unten, den stopfst du dann da in dein Leck und musst dann das ganze Wasser aussaufen und dann erzählst du mir auch noch ein, ich soll mir hier 370 Handfackeln kaufen? Sag mal, du brennst doch wohl. Mann, Jenak, diese Geschichte, die ist trockener als jede Dieselmaschine, die kein Öl hat. Meinst du nicht auch? Ja, aber das sind so wertvolle Tipps. Das schwöre ich beim Klabautermann. Lass den mal schön raus. Der knallt sich direkt mal in das Rettungsboot, wenn er das hört. Wieso muss der denn schon wieder los? Der wollte dir noch ein paar Handfackeln besorgen. Hoffentlich hat er seinen Fachkundennachweis dabei.